Ja, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns außerordentlich, hier zu sein in Arosa auf 2000 Meter Höhe. Aber darüber hinaus ist es für uns auch immer eine ganz große Freude, in der Schweiz auftreten zu dürfen, weil wir uns immer sehr freuen, wenn wir die Möglichkeit haben, einmal einen Auftritt außerhalb von Europa zu haben. Das ist für uns wirklich immer was ganz Besonderes. Ja, wir sind... Dankeschön. Ja, wir sind wirklich immer sehr gerne in der Schweiz. Wir haben ja letztens in Arosa so einen ganz alten Sarg gefunden. Ach was. Haben den aber nicht aufbekommen. Wieso nicht? War ein Zuhälter drin. Ja. Ja, ich fand's lustig. Ja, danke, Dominik. Also, wir sind immer sehr gerne in der Schweiz zu Gast. Wir werden ja auch immer ganz freundlich aufgenommen und behandelt. Es gibt nur ab und zu auch ein paar Irritationsmomente. Ne? Ich frage mich zum Beispiel immer wieder, warum ich hier ständig gefragt werde, ob ich ein Zwerg sei. Ja, das ist wirklich ganz komisch. Egal, wen ich kennenlerne oder treffe, heißt es immer, hey, bist Zwerg? Ja? Ich bin kein Zwerg. Ich bin 1,80 groß. Ich weiß nicht, was die Frage soll. Ja? Genau wie dieses mysteriöse Öpis. Ja, das wollen die mir hier überall verkaufen. Ja? Egal ob am Bäcker oder beim Supermarkt, am Ende fragen die immer, ob ich noch Öpis brauche. Ja? Ich weiß nicht, was das ist, dieses Öpis, aber ich brauche es nicht, wirklich. Ja? Ganz komisch. Das sind wahrscheinlich Drogen. Ja, das glaube ich aber auch. Ne? Die haben ja auch überall diese homöopathischen Kaufhäuser hier, ne? Ach so, ja. Wie heißen die? Globuli. Ja. Naja. Also man ist ich fand's lustig. Ja, danke Dominik. Man isst natürlich auch in der Schweiz sehr gut, ja, das ist wirklich eine ganz Top-Qualität hier und es ist auch so günstig. Ne? Und was allerdings schon auf Dauer auffällt, ist, dass das Essen hier ein bisschen einseitig ist. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal bemerkt haben, aber es gibt hier ja eigentlich meistens Spieß. Ne? Also um nicht zu sagen ausschließlich. Also wenn man in ein Restaurant geht, ne, man hat immer die Wahl, Vorspieß, Hauptspieß, Nachspieß. Das immer das Gleiche. Ne? Ich hatte letztens mal als Nachspieß Mousse au Chocolat. Ach so, ja. Das war total bescheuert. Wieso? Hat überhaupt nicht gehalten. Das ist natürlich schade. Ne? Was ja auch natürlich ganz toll ist, vor allen Dingen, wenn man aus Deutschland kommt, ist das Zugfahren in der Schweiz. Ne? Meine Güte, ich stand neulich auf dem Bahnsteig, da gibt es ja immer diese Anzeigen, ne, mit der Uhrzeit und der Stadt. Und dann klappte noch so ein Feld um und da stand dann eine Minute Verspätung. Ja? Das geht in Deutschland erst bei einer Stunde los. Ja? Unglaublich, ne? Und überhaupt, ich habe jetzt gesehen, es gibt ja auch diese Züge hier in der Schweiz, da steht dann drauf Selbstkontrolle. Ne? Also da gibt es dann keinen Schaffner, sondern muss man dann selber überprüfen, ob man auch einen gültigen Fahrschein hat. Ne? Das finde ich total super. Ich habe mich jetzt schon selber zweimal beim Schwarzfahren erwischt. Ja. Das ist... Und was hast du dann gemacht? Ich musste 100 Franken Strafe zahlen. Ja, Mensch. Da habe ich total aufgeregt. Ja, das glaube ich. Nein, Zugfahren ist wirklich ganz schön. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, das ist, dass man diese 50% Ermäßigung, dass man die nur halbtags nutzen kann. Also das hätte ich mir wirklich anders vorgestellt. Aber na gut. Ich habe letztens mal bei der Deutschen Bahn angerufen. Ne? Ach echt? War aber schlechte Verbindung. Ah ja, okay. Also, wir haben dann... Und dann habe ich noch bei einem Bäcker angerufen. Mhm. War aber Mailbox dran. Okay, danke doch. Also, Sie hören... Und dann habe ich noch bei den Weight Watchers angerufen. Mhm. Aber da hat keiner abgenommen. Mhm. Hast vielleicht mal noch irgendjemand angerufen? Ja, bei Spider-Man. Und was war da? Der hatte kein Netz. Ich fand's lustig. Ja, danke, Dominik. Also, Sie hören nun von mir als kleinen musikalischen Beitrag hier heute die ungarische Rhapsodie Nummer 2 von unserem großen Vorbild Viktor Borge. Viel Vergnügen damit. Ich spiele jetzt. Nein, du hast gesagt, ich mache hier und dann spiele ich. Nein, doch. Sie hören jetzt von mir die ungarische. Also ich spiele jetzt Dominik. Ich spiele. Nein, ich spiele jetzt. Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Dann spielen wir es halt zusammen. Okay. Gut. Gut. Wunderbar. Ich freue mich.
Wenn wir zusammen spielen, spiele ich von hier bis hier. Und du von hier bis hier. Okay. Okay. Gut. Wunderbar. Ich freue mich.